1, 2, 3, Gin! Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin der Martin und endlich geht es los. Ja, endlich gibt es wieder Bundesliga-Tennis und endlich geht es wieder los in den Süden, ab in den Süden. In der Bundesliga-Südgruppe spielen wir morgen gegen den BASF TC Ludwigshafen. Und nachdem ich euch vor 3 Wochen mal zur Hessenliga nach Lohfelden mitgenommen habe, habe ich mir gedacht, dieses Mal gibt es ein schönes Video vom Auswärtsspiel in Ludwigshafen. Wird nicht ganz so umfangreich wie das letzte Video, aber ihr könnt euch sicherlich vielleicht einen kleinen Eindruck davon erhalten, wie es in der Bundesliga Herren 30 zugeht, wie es bei uns in Lohfelden zugeht. Ich stelle euch ein bisschen die Mannschaft vor. Die Vorbereitung war alles andere als wieder positiv. Es hat die ganze Woche hier geschüttet. Natürlich nicht ganz so heftig wie in anderen Teilen Deutschlands. Und ja, auf der Stelle auch mein herzliches Beileid an die Flutopfer da von der Überschwemmung. Das ist unglaublich, was da passiert ist. Ich weiß, man muss nicht als YouTuber seinen Senf zu allem geben, aber das möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Das hat mich sehr betroffen die ganze Woche lang. Und dann würde ich sagen, mache ich mich jetzt erstmal nach Kassel zum Treffpunkt. Dort wartet nämlich schon der Martin Boulnoir, der Bulli, mit einem Bulli. Und mit dem Bulli und dem Bulli fahren wir dann nach Ludwigshafen mit einem Teil der Mannschaft, sammeln dann auch unterwegs noch am Frankfurter Flughafen einen weiteren Mannschaftskollegen an. Dazu aber später, ich werde euch gleich die Jungs einfach mal vorstellen. Auf dem Weg nach Kassel und ich bin nicht allein. Tja, Schatz, dachtest du jetzt? Ja. Nein, Nina ist auch dabei. Ich bin heute der Fahrer. Ja, ich habe eine Fahrerin. Nina dachte gerade, ich würde sie vorstellen. Nein, ich wollte eigentlich ihren Schutzengel vorstellen. Nina, wie heißt er denn? Oh, ich habe noch gar keinen Namen gegeben. Kannst du mal überlegen, mit Bulli im Bulli kannst du gleich mal überlegen, wie der Schutzengel genannt wird. Wir nennen ihn Fred. Ich wollte die Mannschaft ein bisschen vorstellen. Also Nina ist heute meine Fahrerin hier. Sie hat nämlich einen beruflichen Termin in Kassel und fährt mich jetzt nach Kassel. Wird dann aber die Fahrt natürlich nicht mitkommen, weil wir da mit Mannschaftsbus fahren. Insofern muss ich euch gleich wieder verlassen. Ich habe gerade gesehen, Fred ist ein Weibchen, deswegen müssen wir doch einen anderen Namen finden. Soll aber nicht Thema sein. Ja, ich wollte euch die Mannschaft ein wenig näher bringen. Ich habe ja jetzt ein bisschen Zeit und dann sprechen wir einfach mal über die Spieler, die bei der ST Lohfelden auflaufen. Und ich gehe jetzt erstmal davon aus, wer jetzt am Wochenende gegen Ludwigshafen auflaufen wird. Und ja, fangen wir mit unserer Nummer 1 an. Das ist der Rock Jaak. Rock Jaak, ja. Was gibt es über den Rock zu erzählen? Rock ist ein Hardhitter auf jeden Fall. Powerful Aufschlag. Und Rock spielt bei der ST Lohfelden. Er ist, glaube ich, ein Jahr später wie ich hinzugekommen. Also ungefähr seit 2015, bin mir nicht ganz sicher, ob das hundertprozentig stimmt. Ja, Rock stand mal in der ATP-Rangliste im Einzel auf 460, glaube ich. Und ja, ist ein wahnsinnig starker Spieler. Hat, glaube ich, eine Matchbilanz von 42-3 in der Leistungsklasse, also hier in der Bundesliga-Saison. Das ist natürlich unglaublich. Auf jeden Fall eine Bank immer vorne. Und habe mit ihm auch relativ viel Doppel gespielt in den ersten Saisons und sehr erfolgreich auch gespielt. Wir waren auch lange ungeschlagen. Was ich auch eben gerade nochmal nachgeschlagen habe, Rock ist sogar ungeschlagen auf Auswärtsplätzen. Also ja, Stand jetzt ist er noch ungeschlagen. Wir schauen mal, wie es morgen sein Spiel läuft. Ich werde euch da natürlich auch ein paar Eindrücke zeigen vom Spiel. Unvergessen auf jeden Fall sein Spiel gegen Alexander Waske vor einigen Jahren bei uns bei der ST Lohfelden. Da hat die Hütte wirklich gebrannt und es war, glaube ich, im dritten Satz im Match-Tiebreak hat er knapp verloren. War ein Riesenspiel und ja, das war eine seiner 3 Niederlagen. Und ja, bis zum heutigen Spiel erst 3 Niederlagen. Und mal gucken, und wir hoffen natürlich auch, dass das morgen gegen Ludwigshafen so bleibt. Dann läuft morgen der Matthias Jurmann für uns auf. Zu Matthias kann ich leider noch gar nicht so viel sagen, weil er auch dieses Jahr erst neu zu unserer Mannschaft gestoßen ist. Auf jeden Fall soll es ein sehr guter Spieler sein, hat auch sein erstes Spiel gewonnen letzte Woche gegen Aschaffenburg. Und ja, in seiner Karriere stand er mal 902 in der ATP, 800 bei den Doppeln und ist jetzt Tennistrainer und ist in diesem Jahr zu uns gewechselt und mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Verstärkung. Wir werden, oder beziehungsweise ich werde ihn dieses Wochenende das erste Mal kennenlernen, deswegen kann ich da noch nicht allzu viel zu sagen, aber ja, so wie ich es von unseren auswärtigen Spielern kenne, ist sicherlich ein super Typ und ja, bin ganz gespannt, ihn kennenzulernen. Dann freue ich mich extrem auf den Adrian Schoons,
Ja, der Adrians ist sogar, glaube ich, noch vor mir hier bei der ST Lohfelden gewesen. Der hat auch damals schon in der Regionalliga gespielt für die ST Lohfelden, wo wir aufgestiegen sind. Auch hier bitte keine Gewähr auf Richtigkeit. Adrians ist im Moment noch amtierender Kapitän der lettischen Fed Cup Mannschaft. Er ist also Nationalcoach von den lettischen Tennisspielerinnen und hat zum Beispiel auch Elena Ostapenko bei ihrem Grand Slam Sieg, völlig überraschenden Grand Slam Sieg, damals betreut. Dann weiß ich noch, wir waren auf dem Weg nach München irgendwo dahin und gleichzeitig hat Jelena Ostapenko das Finale gespielt und Adrians konnte nicht bei uns sein. Ich glaube, er ist damals sogar einen Tag später sogar zu uns gestoßen. Ich bin nicht ganz sicher, aber da war auf jeden Fall was. Auf jeden Fall ein super Typ, ein Allround-Player und hat relativ häufig bei uns auch an Position 1 gespielt. Dieses Jahr etwas weiter hinten gemeldet, lebt mittlerweile in Amerika und kommt jetzt für die nächsten beiden Spiele, soweit ich informiert bin, das Heimspiel und jetzt dieses Spiel aus Amerika zu uns und den holen wir nachher beim Flughafen in Frankfurt ab. Kommen wir zu unseren heimischen Spielern. Ja, auf Position 4 spielt morgen der Christopher Arment. Chris Arment, langjähriger Freund und natürlich auch damaliger Konkurrent. Ja, wir haben in der Jugend das ein oder andere hitzige Match gehabt und er ist, glaube ich, ein Jahr oder zwei Jahre später hier zu ST Lohfelden gewechselt, nachdem ich da war. Und ich konnte ihn dann vielleicht auch mit dem Martin Boulnard so ein bisschen überzeugen, für die ST Lohfelden zu spielen. Seitdem ist er hier und ja, auf jeden Fall, ich glaube, so einer der brutalsten Konterspieler, die ich so kenne. Also gegen ihn einen direkten Punkt zu machen, ist selbst auch ja, bei meinem relativ schnellen Spiel immer relativ schwierig möglich. Ja, absolut fitter Typ und mittlerweile auch in Einzel sowie auch Doppel für die STL erfolgreich. Danach, denjenigen habt ihr schon kennengelernt, falls ihr es noch nicht gesehen habt, mit meinem zweiten Vlog von unserem Hessenliga-Spiel. Und wenn euch das Video interessiert von dem Hessenliga-Auftritt, dann schaut bitte nochmal rein. Ich verlinke euch hier oben nochmal. Und der Martin, ja, auch ein sehr druckvoller Spieler. Auch ein Eigengewächs, ist unser Mannschaftskapitän. Ja, lasst euch einfach mal überraschen. Vielleicht kommt die eine oder andere nette Aktion auch dieses Wochenende wieder mit ihm. Kommen wir dann zu der Position Nummer 6. Das bin ich. Und ich glaube, über mich wisst ihr mittlerweile genug. Da gibt es nicht weiter zu sagen. Angekommen am Treffpunkt in Kassel und ich vertreibe mir jetzt einfach mal die Zeit, um ein bisschen Ausblick zu geben auf das kommende Spiel morgen. Ja, wir spielen gegen den TC BASF Ludwigshafen, eine Mannschaft, die ich persönlich jetzt nicht kenne und ich schaue jetzt einfach mal oder beziehungsweise habe ein bisschen geschaut, wie die ersten zwei Spieltage gespielt haben. Also die sind mit einer 1:1 Bilanz gehen die jetzt in das Spiel gegen uns und Ludwigshafen ist scheinbar eine Mannschaft, die viel auf heimische Spieler setzt. Also sie haben vorne mit dem Vasil Antunescu einen Spitzenmann vorne drin, der dann morgen gegen den Rock spielt. Hab mal geschaut, der Vasile ist 460 Mal in der ATP-Rangliste gewesen. Also es wird mit Sicherheit morgen kein leichtes Spiel für den Rock. Ja, und dahinter kommen dann, ich nenne es jetzt wahrscheinlich mal heimische Spieler, denn der Steffen Neutert, der da an Position 2 spielt, der hat auch da eine heimische Tennisschule und der an Position 6 spielende Simon Frank ist dort, glaube ich, auch beschäftigt. Und ja, da folgen dann noch Spieler wie der Jochen Meyer, Kai Schledorn und Andreas Gremmelmeier. Andreas Gremmelmeier sagt mir, glaube ich, sogar was, ist mein Jahrgang. Vielleicht noch aus der Jugend, Andreas, wenn du das Video vielleicht siehst. Ja, vielleicht kennen wir uns daher. Auf jeden Fall eine ganz interessante Mannschaft, eine gute Truppe. Ich erwarte da morgen auf jeden Fall vielleicht den kleinen Vorteil für uns, aber ja, man weiß nie, in der Bundesliga können sie alle Tennis spielen, deswegen bin ich ganz gespannt auf morgen. Dann schauen wir jetzt mal, wann der Bulli mal kommt und dann ist endlich Abfahrt nach Ludwigshafen. Moin! Servus! Der Bulli mit dem Bulli! So, wir stehen jetzt hier in Bad Hersfeld und warten auf den Chris Arment. Ich habe euch ja gesagt, der Bulli mit dem Bulli, um das Ganze komplett zu machen. Es steht tatsächlich Bulli dran. Ja, ich wusste es aber nicht. Thank you.
SD Dorofelden fast komplett. Und jetzt geht's weiter nach Ludwigshafen. Da werden wir dann die anderen beiden treffen. Rock Jag und... Er ist der Matthias. Ich bin noch nicht so ganz... Wie Matthias. Wie Matthias, nur anders. Ja, for God's sake. So, angekommen in Ludwigshafen. Und Zimmer sind top, Hotel ist top. Und jetzt gehen wir erstmal was Leckeres essen. So, wir hatten ein richtig geiles Abendessen in der Gaststätte zum Rheintal. Also wenn ihr mal in Ludwigshafen seid, und dann schaut euch diese Schnitzel an. Es war einfach nur mega geil. Also danke an auf jeden Fall die Gaststätte zum Rheintal. Das war super gut und es hat nur eine Sache gefehlt, nämlich der Nachtisch. Und den holen wir uns jetzt hier. Ja, absolut Bundesliga-reif. Schön ins Meckes noch und eine Tüte Eis holen. We just want 3 ice creams. Oh. World Cross. Give it to me. Now the German guys are happy. Hello. Good morning in the morning aus Ludwigshafen. Ja, schöne Nacht liegt auf jeden Fall hinter uns. Wir hatten ein gutes Hotel. Hotel Newton hier in Ludwigshafen war sehr entspannt. Und jetzt geht's erstmal Richtung Frühstück. Machen einen kleinen Spaziergang hier zum Bäcker. Dann geht es später auf die Anlage. Ist ein bisschen ungewohnt auf jeden Fall. 13 Uhr erst Spielbeginn und wir haben jetzt 9 Uhr. Und da bleibt noch einiges an Zeit. Deswegen etwas ungewohnt als zuletzt in der Hessenliga. Aber ja, wir sind alle gut vorbereitet, motiviert und haben richtig Bock, Tennis zu spielen. One, two, three, Ganz kurz vielleicht zu meinem Spiel. Ich kann euch leider nicht so viele Szenen zeigen, weil der Bulli scheinbar noch nie in seinem Leben mit einer Videokamera aufgenommen hat. Naja, also bei mir ist auch relativ schnell erzählt. Ich hatte einen sehr guten Start, bin sehr zufrieden. Endstand war 6-1, 6-3. Hab wie in der Hessenliga 5-0 geführt, relativ schnell. Hab gut aufgeschlagen, besser aufgeschlagen auf jeden Fall als zuletzt. Gut retourniert, habe dann wieder ein bisschen von den Fehlern vom Gegner profitiert. Zweite, war ich relativ schnell 3-0 weg. Oder 2-0, glaube ich, war es. Und erst dann auf 2-2 rangekommen. Und dann habe ich wirklich ganz gut gespielt, habe ein gutes Aufschlagspiel gehabt. Mit einem oder anderen Ass nach außen. Der lief heute ganz gut, der Aufschlag. Und ja, dann habe ich es über die Ziellinie gebracht. Ja, wichtig, dass ich das Niveau irgendwie halten kann.
Gerade weil mich dann auch so gegen Mitte des zweiten Satzes häufig mal auch die Kraft verlässt. Aber ja, letztendlich bin ich sehr zufrieden, bin glücklich, habe das Ding noch geholt. Und ja, Kompliment auch trotzdem an meinem Gegner, war sehr fair. Und ich denke auch, der Simon kann das ein oder andere Bällchen besser spielen. War mit Sicherheit heute nicht so sein Tag. Und wünsche dir auf jeden Fall im Rest der Saison auch viel Glück. Bravo. Stark. Zwischenstand nach den Einzeln 4:1 für Lohfelden. Also jetzt läuft gerade noch das entscheidende Einzel, ob es vorzeitig vor den Doppeln schon zum unserem Sieg kommt oder nicht. Der Bulli ist gerade am Kämpfen und es geht in den Match-Tiebreak und das schauen wir jetzt mal rein. Bravo, Bulli. Ja, müssen wir auf jeden Fall noch ein Doppel gewinnen. Wir schauen jetzt mal, wie wir aufstellen. Ludwigshafen hat mit Sicherheit gute Doppel. Es wird nicht einfach, auch den einen Punkt zu holen. Aber ich bin mal optimistisch, dass wir das jetzt doch schaffen. Und ja, dann schauen wir mal weiter, wie die Doppel so laufen. So, unsere Doppel sind fertig, also beziehungsweise unser Doppel. Das Gute zuerst, also wir haben gewonnen. Ich habe mit dem Adrian Schoons den entscheidenden fünften Punkt geholt und ja, wir haben super miteinander harmoniert, haben eigentlich das erste Mal miteinander gezockt.
ist auch eine super Ehre für mich, mit Team-Captain von dem lettischen Fed Cup-Team zu spielen. Es lief also besser als erwartet. Ja, am Ende hieß es, glaube ich, 6-3, 6-1 oder 6-3, 6-0. Haben relativ schwer in die Partie gefunden, aber es war klar, wir mussten uns ja auch erstmal ein bisschen eingewöhnen. Und ja, dann hat es super, super geklappt. Und jetzt schauen wir uns noch die anderen beiden Doppel an, die noch laufen. Und dann geht's unter die Dusche. Ja, Mann, jetzt machen wir ein paar Siegerfäuste hier. Ja, Mann! Yay! Yeah. Now we can tell. Where's the beer? He still has some too much hair. Endstand ST Lohfelden 6 und BASF TC Ludwigshafen 3. Ich habe mir auf jeden Fall ein Bier verdient und konnte mit einem Sieg und in einem einzelnen Doppel auf jeden Fall 2 Punkte beisteuern. Erstmal ein großes Kompliment auch an TC BASF Ludwigshafen. Waren faire Gegner, alles perfekt. Die Anlage ist richtig geil. Ich habe es noch in Erinnerung, wo ich in der Jugend damals gespielt habe, war ich mal bei den deutschen Meisterschaften hier auf der Anlage und hatte das gar nicht so, hatte gar nicht mehr da so dran gedacht, aber es ist wirklich eine mega geile Anlage. Also jeder, der mal hier gewesen ist, sollte sich das mal anschauen. Finde ich eine der schönsten Anlagen auf jeden Fall in Deutschland. Und für euch, an euch, TC BASF Ludwigshafen, auf jeden Fall viel Glück für den Rest der Saison. Ich denke nicht, dass ihr mit dem Team in der Stärke Probleme haben werdet, in der Klasse zu bleiben. Und auch für den Klassenerhalt, da geht es im Prinzip erstmal für uns natürlich auch. Und in dem Sinne, danke für die faire Spiele. Und wir machen uns jetzt nach Hause, essen noch einen Happen. Und ja, so wie es aussieht, wir haben jetzt 20 Uhr, bin ich vor 2 Uhr nicht zu Hause. Insofern, das bringt einfach dann der Bundesliga-Alltag mit sich. Wird immer sehr spät, aber das mache ich auch gerne. War heute wieder ein geiler Tag und hat mega viel Spaß gemacht. In dem Sinne, Prost und vielleicht noch bis zum Auto. Verlieben verloren, vergessen verzeiht. Verdammt war ich glücklich, verdammt bin ich frei. Skönsee, willst du einen Gin Tonic?